Kaffeetasse am Anfang bedeutet, es wird ernst. Wir haben auf dem Alternativ zwei Videos zu der Firma Edding und ihren Produkten gemacht und darüber, wie abstrus es ist, wie viele unterschiedliche Edding-Stifte und Werbungen es gibt, obwohl die eigentlich alle dasselbe machen. Das erste Video hat 1,5 Millionen Views knapp und das zweite schon fast 250.000. Und bisher haben wir von Edding auch nie was gehört. Wir haben nicht mal ein Danke bekommen oder ein cool bis jetzt. Ja, ich war tatsächlich im Urlaub in Norwegen. Es war sehr schön da. Und auf einmal erreicht mich die Nachricht von unserem Geschäftsführer. Malde, wir haben da vielleicht ein Problem. Und ich habe mir echt Sorgen gemacht, weil ich nicht wusste, was genau Edding uns schickt und warum Edding auf einmal auf TikTok mit uns interagiert. Aber ich glaube, wir haben hier ein Paket von Edding bekommen. Ein kleines. Das ist ja riesig. Ich hoffe, dass das ein nettes Paket ist. Da drinnen ist höchstwahrscheinlich auch ein Brief an uns. Mal sehen, wir werden es heute zusammen unboxen und herausfinden. Und wenn da eine Abmahnung drin ist, kommt die in einer echt großen Verpackung. Wollen wir mal schauen, was uns Edding so dazu geschickt hat. Ich muss natürlich dazu sagen, dieses Video ist nicht gesponsert von Edding, noch waren es die anderen beiden. Aber wir haben, glaube ich, insgesamt wahrscheinlich so 400-500 Euro nur Edding-Produkte gekauft, um diese Videos überhaupt machen zu können. Deswegen freue ich mich darüber, wenn wir jetzt vielleicht was umsonst auch kriegen. Aber Edding kriegt dieses Video natürlich nicht vorher zu sehen, hat keinen Einfluss auf die Kreativität hier und so weiter und so fort. Wir sind also nicht gesponsert von Edding. Noch nicht. Ich sag's nur, Edding. Noch nicht. Aber ich finde es ganz cool. Ich finde es cool, wenn Firmen interagieren und reagieren. Und ich habe mich auch gefreut über die TikTok-Nachricht, wer auch immer das bei euch macht, Edding. Man muss ja auch dazu sagen, wir waren ja in den Videos nicht nur nett, sondern auch ein bisschen böse. Deswegen umso cooler, wenn dann so eine Firma sich denkt, ihr schickt mal was rüber. Scheiße, was? Wie habt ihr das denn festgeklebt, Edding? Wir machen nur Stifte, wir wissen nicht, wie Tesa funktioniert. Das Paketband, Mann. Hallo? Hello there. Ui, ui, ui. Bubble Wrap! Wow, wow! Kennt ihr das in CSGO, wenn einfach der Mate wirft eine Blendgranate in euer Gesicht? Naja, da hatten sie nicht genug für bis oben hinfüllen und haben mir dann so ein bisschen Packungsbeilage dazu gegeben. Wo ist mein Brief? Wo ist mein Brief? Wo ist mein verfickter Brief? Oh, ich hab ihn gefunden, Leute! Vergesst den ganzen Scheiß hier. Vollkommen egal. Handschriftlich. Handschriftliche Karte. Ich fühle mich gerade so erfüllt. Zwei Videos. Hat's gedauert und jetzt haben wir endlich die Karte von Edding in der Hand. Oh nein. Das Edding-Team hat uns wirklich was geschrieben. Falsch rum. Ich kann den Text so lesen, aber das Bild ist so. Ist das gewollt? Also so steht Edding auch richtig rum, aber wenn man die gerade dreht, ist einfach die Tasse falsch rum. Hä? Lieber Malte, viel Freude mit unseren Produkten. Dieses Mal sogar ganz kostenlos. Lachender Smiley. Alles Gute und mach weiter so. Dein Edding-Team. Ja, Teamarbeit! Woo! Das ist auf jeden Fall keine Abmahnung. Puh. Es hätte ja was Böses drin stehen können. Ich hab's nicht wirklich erwartet, aber man weiß ja nie. Im Urlaub war ich tatsächlich kurz gestresst. Wir haben auch schon andere Nachrichten von anderen Firmen bekommen. Aber wollen wir mal schauen, was dieses Edding-Team uns denn so alles geschickt hat. Ui, toll, guck mal. Ich meine, die Hälfte davon habe ich schon gekauft. What do you mean? Wir haben hier ganz frisch den Edding Permanent Cool Beutel. Das ist eine Kühltasche. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich mir die gekauft habe, Edding. Ja, den Cool Beutel habe ich mir selber gekauft. Der Wahnsinn, wirklich. Toll. Der kriegt einen ganz besonderen Ort. Was? Oh mein Gott. Guck mal. 70 Color Happy Stifte. Das ist hier eine Hall, Alter. Ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Ich will da rein. Edding, ich verstehe eure Verpackung nicht. Gut, hab sie verstanden. Man macht sie kaputt. Oh! 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 Was ist denn das für eine Verpackung? Und das stelle ich mir dann so auf den Schreibtisch. Und das ist mega praktisch, weil... Weil, warum? Also, wir haben 15 mal Color Pen. 15, 5 Gelroller, ein Profi Pen. Was ist der Profi Pen? Der hier? 20 mal Brush Pen und nochmal 15 Color Pens. Das ist ja der Oberhammer, Alter. Das habe ich mir schon immer gewünscht, Edding. Woher wusstet ihr das? Brush Pen Mixer. Wie rum ist es? Ich weiß auch nicht, wie das heißt. So. Brush Pen Mixer. Man hält die einfach zusammen und dann denkt er sich, aus Gelb und Blau wird Grün. Was übrigens bei Farbe anders ist, weil Farbe bei Licht anders ist, weil Licht addiert sich. Das kriegt einen ganz besonderen Ort in meinem Herzen, Edding. Dankeschön, das bedeutet mir so eine Menge, Alter. Dann haben wir Kabelmarker. Ihr wollt mich doch verarschen, das gibt's. Das haben die doch nur wegen mir gemacht, um mich zu ärgern. Der kriegt einen ganz besonderen Ort in meinem Herzen. Wow, der Edding Textilmarker. Welche Nummer hat der? Komm da raus. Edding 4500. Das ist nicht der Wäschemarker. Warum gibt es den? Finde ich mega, Edding. Der kriegt einen ganz besonderen Platz in meinem Schrank. Oh, guck mal. Derselbe Stift nochmal in dünn.
Ein Millimeter, das ist nicht viel, wenn man halt fein schreiben möchte. Toll. Boah, den habe ich mir immer gewünscht. Woher wusstet ihr das, Edding? Ey, das glaubt ihr nicht. Dem Textilmarker. Ich glaub das hier nicht. Edding, ich dachte, wir sind Freunde. Hier steht, lieber Malte. Was denkt ihr denn, wie viele? Sind das wenigstens andere Farben? Okay, stopp. Es sind andere Farben. Es sind tatsächlich nicht dieselben Farben. Ich dachte schon, wir wären keine Freunde, aber ich bin einfach nur ein ignorantes Arschloch. Permanentspray Bronze. Danke. Permanentspray Blau. Permanentspray Lila. Permanentspray Pink. Frag mich, ob irgendjemand kommentiert hat. Das ist gar nicht pink. Permanentspray Altrosa, würde ich jetzt sagen. Was steht hier drauf? Premium Acryllack deckt sofort. Steht denn da eine Beschreibung drauf? Was ist, wenn ich farbenblind bin? Das habe ich mir schon immer gewünscht. Woher wusstet ihr das, Edding? Edding Permanentspray Schwarz. Edding Permanentspray Silber. Das ganze Team. Ich fühle mich, als hätte ich die First-Gen-Pokémon gerade gefangen. Guck mal, ich dachte erst, das wäre ein großer Edding. Aber nein. Edding, die sind ja, das ist ja eine, auch eine Firma, die Ideen hat. Nicht alle sind immer gut. Aber manchmal haben die auch Ideen, wie zum Beispiel die hier. Sag mal, warum ist meine Dose so eingedrückt? Die ist ein bisschen wonky. Die hat hier eine Delle. Naja. Aber das ist die Idee, weil das ist eine Dose für Edding. Eddingse. Und unten ist noch so ein bisschen Material. Ich weiß nicht, wenn man die Kappe verliert oder was weiß ich. Stecken wir mal wieder rein. Das ist auch mega, dass ihr mir viele Stifte geschenkt habt, weil wir haben noch nicht so viele. Und ich werde in meinem Leben nie wieder Edding-Produkte kaufen. Und das meine ich gar nicht, weil die schlecht sind oder so, sondern guckt mich an. Ich bin hier der dicke Babu. Man nennt mich auch den Markerman aus Berlin. Ich habe alles, ich kann alles besorgen. Ich bin die Quelle. Ich bin hier ein Versandlager. Oder wenn ihr einen Stift wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich schicke euch 5. Hand Lettering Set. Was ist denn ein Hand Lettering? Die sehen richtig schön aus. Das ist ein Gelroller. Ein silberner Gelroller. Die haben sich nicht getraut, eine Absenderadresse draufzuschreiben, glaube ich. Nevermind, das kam aus unserem Hamburger Büro. Ich glaube, da drunter steht die Absenderadresse. Dann könnte ich den hier handschriftlich auf den Brief zurückschreiben damit. Der ist ganz hübsch, muss ich sagen. Was sind die anderen? Weil die anderen sehen nicht nach Gelroller aus. Profi-Pen. Das ist der Profi-Pen. Wir hatten ihn gerade eben schon. Der Profi-Pen nicht zu verwechseln mit dem Pen oder mit dem Noob-Pen. Der malt auch schön. Aber nicht ganz so schön, muss ich sagen. Wirklich grandios. Wir packen den sofort wieder hier rein, weil sonst fliegen hier noch mehr Stiftelose im Büro rum. Und dann bringt mich Nico um. Ich mag meinen Kaffee ja genauso, wie ich meinen Edding mag. Schwarz. Pff, wo kam der denn her? Der war ganz schlimm. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist wie Weihnachten für mich. Nur, dass wir nicht verwandt sind. Oh mein Gott, es ist endlich wahr geworden. Mein größter Traum. Porzellan Brush Pen von Edding. Sogar nicht vier. Nicht 5, sondern ganze 6 Stück. Die habt ihr doch vergiftet, als ob ihr mir die schenkt. Ich glaube euch gar nichts, Eddie. 6 Stifte auf einmal. Sogar braun. Meine Lieblingsfarbe, woher wusstet ihr das? Wirklich, diese Porzellan-Brushpens werden einen so besonderen Ort in meinem Herzen finden. Das glaubt ihr gar nicht. Das wird der Mega-Wahnsinn, Alter. Schickt ihr mir das Ganze für ein drittes Video? Werde ich hier gerade bestochen? Soll ich noch ein Video machen oder soll ich aufhören, Videos über Edding zu machen? Ich bin gerade verwirrt. Das sind gemischte Signale, die mir gesendet werden von Edding. Wow! Wow! Der Textilmarker mit anderen Farben. Wir sind ja jetzt Freunde, scheinbar. Ihr habt lieber Malte geschrieben und dein Edding-Team. Also wir sind ja auf Du-Basis. Wer malt denn seine Geschirr? Handtücher an. Wer ist die Zielgruppe für einen pinken Textilmarker? Wenn ihr mich liebt. Und das tut ihr ja. Scheinbar. Ich möchte bei euch im Büro, in der Fabrik filmen. Hm? Ich komme vorbei, ich schaue mir das mal an. Ich schaue mir mal eure Mikrotechnik an. Ist die wirklich besser als bei meiner Nativ? Ihr kriegt eine Mail. Und dann komme ich vorbei. Oh mein Gott, mein allergrößter Wunsch der Welt. Ist in Erfüllung gegangen. Die konnte man nämlich nicht bestellen, die gab es noch nicht bei Amazon. Und wir machen halt meistens eine große Bestellung, damit wir das leichter dann für Finanzbuchhaltung und so. Wir haben endlich den Deep Hole Spray Marker. Und ich weiß nicht warum, aber Deep Hole Marker ist das schönste Produkt, was ich mir vorstellen kann. Ihr wisst, dass das aussieht, dass man sich das in den Popo steckt, ne? Und sogar 3 Stück, genauso wie im Video. Aber wir haben da noch eine richtige Überraschung. Oh, warte mal, ich mach's vorher auf, bevor ich es euch zeige. Wir haben einen Highlighter. Hier, einfach einen Textmarker. Die sehen null aus wie Edding, finde ich. Das ist hier Betrug. Wenn der hier, der ist keiner Sass. Highlighter for Highlighting Text Passages. Also ich habe auf der... Na, ich habe halt auf der Karte habe ich versucht, hier oben so einen grünen Strich zu machen. Und der ist ganz schön weird geworden. Und man kann ihn auch einfach abstreichen. Edding, ich glaube, wir haben hier ein Problem mit der Produktqualität. Mal, das musst du auf einem anderen Papier machen. Ich habe nur das von euch bekommen. Nee, also den hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass es sowas gibt. Edding Textmarker. Pff, was kommt als nächstes? Edding Bleistift. Side-Eye.
Ihr müsst mal überlegen, irgendeine arme Socke vom Social Media Team, es tut mir wirklich leid, musste sich die Videos angucken und verstehen, ob ich das böse meine oder actually funny. Und mir dann Sachen schicken. Endlich! Der Gloss-Marker, Gloss-Paint-Marker, der kriegt so einen besonderen Ort in meinem Herzen. Da war noch nie was. Der Label-Remover. Das ist der einzige Stift, den ich von Edding actually ziemlich einzigartig finde. Ich muss das Wort suchen, weil du malst quasi damit und das ist wie so ein Klebelöser. Wenn du irgendwo so einen Sticker noch hast, kannst du den abmalen. Geil, oder? Ich fühle mich hier wie bei QVC gerade. Der Kreidemarker! Alter, Edding! Woher wusstet ihr, dass ich mir den so wünsche? Der kriegt einen ganz besonderen Ort in meinem Herzen. Ich glaube, ich bin leer. Edding Kreidemarker? Der kleine Handlettering Guide. Nen Guide? Wie ich richtig schreibe? Ich meine, ich habe wirklich eine Sauklaue. Aber sieht das für euch aus, als hätte diese Person sie nicht? Das sieht aus, als hätte ich mir die selber geschickt. Ist das wirklich von Edding? Hat das einer von euch geschickt? Das wäre so ein Mindgame. Endlich! Endlich habe ich sie! Alter, damit ich noch mehr Werbung für Edding machen kann, die I Love Edding-Tasse. Na dann, rein damit, Alter. Natürlich, die muss nicht gewaschen werden, die ist nicht vergiftet. Ich bin ja Rechtshänder und wenn ich mit links trinke, sieht man das Logo. Aber wenn ich mit rechts trinke, sieht man nix. Vielleicht hätte ich die waschen sollen. Naja. Das ist ja blöd, oder? Ich finde, Tassen müssen entweder beidseitig bedruckt sein oder so, dass man sie mit der rechten Hand trinkt und die anderen sehen, was da für ein Logo drauf ist. Egal. Wow, ein Edding Retract 11. Ich muss aber, also Retract 1 bis 10 habe ich mir wahrscheinlich auch schon gekauft. Ich mache übrigens keine Späße. Wir haben wirklich über locker 400 Euro ausgegeben für die Videos. Deswegen, alles, was wir hier umsonst kriegen, ist gut. Der Bohrlochmarker, der Edding 8850, so. Der ist, sehr praktisch, das wissen viele Leute nicht. Und wer den nicht benutzt und nicht weiß, wofür der ist, ist einfach ein Heimwerker-Noob. Habe ich mir schon viermal gekauft, aber vielen Dank. Yeah, eine Metallic Ballpen! Fantastisch! Die wollte ich mir actually mal angucken. Aber halt jedes Produkt zu kaufen für einen Mini-Witz macht halt keinen Sinn, wenn die dann bei uns einfach nur vertrocknen. Warum geht diese Verpackung so schnell auf? Oh, die sehen richtig schäbig aus. Also ich muss sagen, das sieht irgendwie ein bisschen weird aus. Das fühlt sich auch, ich meine, es ist halt auch für Kinder. Malt aber auch ganz gut auf Pappe, muss ich sagen. Was sind die mit Lebensmittelfarbe, oder? Wenn nicht, war das ein Problem. Ja, kann man machen. Ist ein bisschen auch so Lippenstift. Er hat so ein bisschen Labello-Effekt. Fantastic Magic Fun. Magic Markers, Zauberstift. Zauberstift. Sind die magisch? Was ist ein Zauberstift, jetzt mal ehrlich? Weil der riecht auf jeden Fall magisch. Wow, das ist der krasse Stuff. Das ist das, was ich haben wollte, Edding. Das ist noch ein Label Remover? Weil Edding liebt mich. Ich glaube, das ist das Wertvollste. Ein wertvoller Besitz wechselt den Besitzer. Ein I Love Edding Sticker. Ey, wirklich, der wird so einen besonderen Ort in meinem Herzen haben, das glaube ich gar nicht. Er klebt nicht. Ist das nicht auch ein Ding? Ganz schön krass, was hier Phase ist, ne? Das ist wirklich, ich habe so viel Edding jetzt. Ich bin so noch ein Etikettenlöser. Warum? So viele Etiketten habe ich niemals in meinem Leben. Ein normaler Mensch kauft sich davon einen. Aber fürs ganze Leben. Das ist die Eco-Line von Edding. Die werden mit recyceltem Plastik gemacht. Boah, aber riechen wirklich wie ein großer. Ja, das ist, die riechen, das ist ein Ding. Ein Edding. Ah, egal. So, dann kommen wir noch zu was richtig Süßem, weil der Edding Minimarker. Ich wurde tatsächlich von jemandem aus der Community auf Instagram gefragt, ob ich denn die Minimarker hätte. Und da war ich ein bisschen neidisch, weil die habe ich auch nie gesehen, nie gefunden. Und endlich habe ich sie und ich habe keinen Cent dafür bezahlt. Ich mache nur umsonst ein Werbevideo. Warte mal. Kauft euch Marabu-Marker oder einen Kugelschreiber. Von Amazon Basic oder Big. So, was willst du jetzt machen, Edding? Die Minimarker finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Die nehme ich mit zur Gamescom. So nämlich. Bin am Freitag beim HoYoverse-Stand. Ich will es nur sagen. Jetzt haben wir noch eine große Sache, Leute. Und es ist ba-ba-ba-ba-ba! Das Creative Set. Das permanent Acryl-Canvas-Leinwand Creative Set mit 12 Dingen. Wir haben zweimal einen Marker, sechsmal einen anderen Marker, dreimal einen fetten Marker und einen Squeeze. Was ist denn der Squeeze da unten, Alter? Öffnen wir. Da, das brauche ich. Ich bin ihm blöd. Das dürft ihr doch nicht machen, Edding. Wisst ihr, wie das aussieht hier, der Fleck? Das sieht so sahen meine Unterhosen, als ich 14 war, aus. Hör mal auf jetzt. Permanent Acryl. Aha. Aha. Wir haben hier Leinwände, weil ich bin ja ein sogenannter Künstler. Ein professioneller Künstler, ich kriege ja Geld. Das ist der Squeeze.
Acrylic drücken. Was macht der? Permanent Acrylic. Ah, das ist ein Double 3T Double Liner for Unique Effects. Ihr meint den Wichsfleck auf der Hose. Den kann ich damit nachziehen. Das ist natürlich ein Ding, was man mit Edding machen kann. Ja, Herzchen. So raus ans Edding-Team. Danke an den Social-Media-Menschen, der das Ganze hier verzapft hat. Und danke, dass ihr mich nicht gestrikt habt, weil sonst wäre der Kanal jetzt weg. Und das wäre blöd. Na, was willst du hiervon haben? Schreib's in die Kommentare. Vielleicht schicke ich es dir zu, weil ich bin ja auch Sankt Martin quasi. Ich teile meinen Mantel. Und sonst weiß ich nicht, ob ich das jemals in meinem Leben ausmalen kann. Macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Tschüssi. Bin ich froh, dass die uns nicht abgemahnt haben.